Geh nicht weiter, okay. Jetzt steig hier durch. Oh Gott. Oh Gott. So, mein Freund. Was geht hier vor? Ich habe das Gefühl, dass ich... Wunderschön. Du kannst Türen kaputt machen. Gut zu wissen. Für mich nicht besonders schön, aber okay. Das heißt, ich kann jetzt mit der Hohlnadel als Dietrich, oder? Ja, gut. Ab da rein. Etwas Großes glitt an seinem Bein entlang und er fühlte, wie er von der Strömung des Monsters mitgezogen wurde. Er drückte sich an die Oberfläche. Hilfe! Schrie er und der Ozean verschlang ihn erneut. Das Spiel zu allgemein. Oh Gott. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier weiter rennen muss. Ich hab Angst. Oh Gott. Was geschieht? Jetzt not. Schön. Oh. Ja. Gut. Sanften, warmen Gelb der untergehenden Sonne. Er wandte seinen Kopf zum ruhigen Ozean in Richtung der portugiesischen Küste und fragte sich, ist das wieder ein Traum? Weiß es nicht. Okay. Kein Wasser mehr. Glasklar und alles ist gut. Das ist wunderschön. Oh, schöne Musik. Ich fühle mich hier direkt sicher. Auch wenn sowas passiert. Wunderschön. Kotz mich an, ja. Bisschen Pflanzen. Merkwürdig ist halt kein Weihnachtszimmer. Aber naja. Okay. Ich fühle mich hier voll sicher. Unglaublich. Oh, eine Truhe. Das ist schön. Noch 3 und wie viel Sonnenwüchsen? 18 Stück. Das ist gut. Das ist hier gut immer. Okay. Es gibt einmal da eine Tür, es gibt da oben eine Tür und noch eine Tür und hier gibt es eine Tür. Hier ist es aufgegangen, deswegen denke ich jetzt mal, ich gehe einfach mal diesen Weg. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Ah, ich hasse das Licht, es ist so hell. Okay, der Aufzug funktioniert wohl nicht. Wo ist denn wieder der Elektriker oder sonst was? Elektriker eher nicht, aber trotzdem. Der Mechaniker. Was auch immer. Maschinenraum. Soll ich weitermachen oder soll ich hier aufhören? Wie viel habe ich? Okay. Ich habe bis jetzt eine Stunde ungefähr aufgenommen. Kann das sein? Hä? Ich weiß es nie. Es ist abgeschlossen. Das ist auch... Nee. Schade. Doch nicht. Muss hier hell draußen sein, das ist so dunkel hier, oh mein Gott. Land. Schöne Wirbelsäule oder was auch immer du da hast. Allgemein ist wunderschön. Oh, ich hab ihn bestiegen. Was ist denn hier so Schönes? Geht auf, gut.
Lagerraum. Hier geht's rein. Ist das wieder ein Traum? Dachte er und schrie aus vollem Hals. Ich mag den Lagerraum. Ich will nach oben her. Ich gehe wieder hier raus. Sieht ja so kellerartig. Er versuchte, die Teile zusammenzusetzen, doch genau wie Sanddünen veränderte sich auch sie ihre Form, wenn man nicht hinsah. Hab ich mal erwähnt, ich und meine Lesekünste. Ja, ich hab's ganz oft erwähnt. Kann offen bleiben. Kann ich hier oben irgendwo rein? Das würde mich erfreuen. Gästezimmer und was ist das hier? Studierzimmer. Ich bin fürs Gästezimmer, um mich ein bisschen aufs Ohr zu bauen. Ah, oh, geht rein. Herbert. Gepäck war mit einem Seil umwickelt. Der Verschluss war aufgebrochen worden. Vermutlich von dem, wie er annahm. Er fragte sich, ob noch irgendetwas anderes erhalten geblieben ist, als er daran dachte, durch wie viele Hände es schon gegangen war. Bla bla bla. Uah, hell. Ah, so hell. Gott, Mensch, was ist denn? What would they want with my journal? Boah, ja, frage ich mich auch gerade. Was ist mit deinem Journal? Danke. Oh mein Gott, ein Hase! Hö, ausgestopft. Ein Plüschtier. Nicht. Ups, Entschuldigung. Ein zerbrochener Spiegel. Vielleicht ein bisschen unvorsichtig, aber nee. Schön. Oh, Laudano. War nicht mit Absicht. Ich kann es wieder reparieren. Keine Sorge. Oh, wie sogar. Ich habe mich zu viel versprochen. Hier ein bisschen aufräumen mal. Emma. Und. Ah, haha. Geht doch. Häng nur ein bisschen locker drin. Naja. Was natürlich Schubladen zu machen, ne? Eigentlich nicht auch egal. Hihi. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Würde ich auch. Würde ich auch. Bam, bam. Haha. Ups. Haha. Hihi. Durchbacken. Bom. Sowas kann man auch als Kanonen benutzen. Es gibt keine Tür, das verunsichert mich. Guck mal, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da ist ein Brief, da ist Dingens. Ne? Was für eine Party fand hier statt? Mensch, warum war ich nicht eingeladen? Ich meine, ich bin ja Danny. Oder ich habe einfach nur die Erinnerung daran verloren. So, ein bisschen ordentlicher machen. Brennholz, schönes Bild. Genau. Okay. Ich bin dafür, dieses Teil hier zu lesen. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened.
May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Gute Frage, mein Freund. Ich traue der Sache nicht. Es schaut so aus, als würde hier nichts passieren. Ein Schloss. Ah, guck mal. Ah, wieder so hell. Lass es doch sein. Oh, so hell. Was? Wie? Was? Ich hab Angst. Papa. Ich bleib einfach mal hier, also. Wir warten.